Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Es ist Samstag, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Es ist bereits der 13. März 2021 und heute ist der zweite Tag meiner Schnupper-Challenge, möchte ich sie mal nennen. Von Big Bill. Er hat mir ja ein paar Abfüllungen gemacht, nachdem ich gestern ja schon eine richtige Spürnase bewiesen habe mit dem schwarzen Flakon bzw. der schwarzen Abfüllung, kommt heute die silberne ins Spiel. Und ich muss sagen, das X auf der Rückseite des Caps hier wirft einige Fragezeichen auf. Vielleicht kannst du es ja nachher, oder wenn du dieses Video siehst, nochmals aufklären, was hat das X zu bedeuten, beziehungsweise lag ich mit meiner Vermutung des heutigen Duftes, mein Duft des Tages, richtig. Ich muss sagen, ich bin etwas zwiegespalten. Ich habe zwar zwei im Kopf, bin mir aber nicht genau sicher, ob es dieses sein soll. Ich muss es nochmal live hier sprühen. Es riecht etwas pudrig, nicht zu süß, weist aber eine leichte Süße auf. Es ist nicht gourmandartig, es ist etwas frisch, hat aber auch eine angenehme herbe Note. Und ich denke, also mein Tipp heute für die silberne Abfüllung mit dem mysteriösen X, ich würde sagen, das ist der Bentley mit der schwarzen Kappe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der Absolut ist. Also ich sage jetzt einfach mal, mein Tipp, silberne Abfüllung mit dem schwarzen mysteriösen X ist der Bentley mit der schwarzen Kappe. Big Bill, stimmt das oder stimmt das nicht? Schreib es mir unten in die Kommentare. Und natürlich möchte ich von euch anderen, also eigentlich von allen wissen, was ist euer Duft des Tages heute zum Start in das Wochenende, in das wohlverdiente Wochenende, heute am Samstag? Schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, eure Düfte zu lesen. Sollte ich es nochmal umändern? Ne, ich belasse es dabei. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis spätestens morgen zu meinem Video Düfte der Woche. Bis dahin, genießt den Samstag. Alles Gute, beste Grüße, euer TK.